Ach ja, Freunde, vom Weltvermächtnis außer Welt mit den Link-Monstern. Lief letzte Folge besser als auch schon, aber bei weitem noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Schalte jetzt mal die frei. Dann haben wir hier Praktik. Ja, mit dem Crawler-Deck arbeiten? Ach nee. Das Ziel hätten wir auch noch. Komm, ich versuch's trotzdem mal mit dem hier oben. Das zweite, das ist schon mal gut. Ich habe echt eben noch mit dem Deck Mühe, muss ich leider zugeben. Jetzt kommt die Fangkarte auch noch, aber erstmal spiele ich die Karte. Und dann rufe ich mal ihn hier. Wenn ich ihn jetzt noch im Duck opfere, bringt mir das jetzt noch nicht so viel. Ja, auch mit denen hier. Egal, versuch's mal. Bisschen Power hat er ja, oder hätte er. Da. So schnell kann es gehen. Gut. Natürlich schon mal ein bisschen Gebrauch hier. Von diesem Deck. Zeige dich, Wuffi. Wuff, wuff. Klingt das Monster als Ziel? Das Ding gewählt, ja. Okay, wähle ich ihn. Dann kommt wer zum Zuge. Ich bringt mir nichts. Muss auch schon ihn wählen. Hier kommt Auram. Natürlich setze ich ihn hier hin, weil er dann natürlich dahin zeigen soll. Frage, rufe nachher Imduk nochmal, da rufe ich eins mit einem normalen Monster. Nochmal Ipun zu rufen, bringt mir eigentlich auch nicht viel. Imduks im Effekt kann ich nur einmal pro Zug nutzen, wa? Ich könnte mehrmals nutzen. Ich dachte gerade daran. Ah, das ist irgendwie eine doofe Kombi. Aber die hingegen bringt schon viel mehr. Habe ich überhaupt? Doch, habe ich. Gut. Schmeiß ihn weg, ruf ihn, setz ihn hier drüben hin. So läuft das Deck schon mal viel besser. Jetzt könnte ich ihn rufen, jetzt macht nämlich auch Sinn. So, sie ist jetzt hier. Also Auram zeigt auf Ip, dadurch ist sie gelinkt. Sehr gut. Und ich habe noch den Weltkelch Wachdrachen, der auch noch hier was macht. Genau. Jetzt habe ich euch Monster, noch Typen Eigenschaften, genau. Das passt soweit ja eigentlich auch. Ich könnte sogar noch einen Gears rufen. Bringt mir momentan aber nichts. Da würde ich lieber nochmal auf ein weiteres Link-Monster setzen. Genau. Also, passt momentan für mich so. Da muss ich erstmal durchkommen. Vor allem durch Ip. Ja, nee, jetzt rufst du sie. Bringt jetzt nicht so viel. Okay, jetzt schon ein bisschen mehr. Auch er kann Ip jetzt nicht zerstören.
Okay. Ich war ganz kurz verwirrt, weil ich dachte, vielleicht klappt's doch. Nee. Jetzt holt's in den Gear so, wa? Warum hat er seinen Effekt nicht genutzt? Siehe Kannhöhe der Anzahl der Weltkelchmonster, die diese Karte zeigt. Er hat den Pfeil links und rechts, heißt, er hat die eine Karte ziehen können. Übrigens gerade so schön, dass ich es gar nicht gesehen habe. Okay, aber dass er Ding genutzt hat, war jetzt ein Fehler, würde ich mal behaupten. Warte mal, ich lasse ich jetzt einmal. Das heißt, seinen Effekt aktiviere ich nicht. Und ich will ihn hier hinsetzen. Er ist eigentlich jetzt auch gelinkt. Das heißt, der Effekt vom Weltkelchdrachen wird er auch ziehen. Jetzt rufe ich ihn hier, setze ihn hier hin. Nochmal den Effekt durchlesen, weil wir die letzte Folge schon falsch offenbar identifiziert haben. Am Beginn des Damage Steps, falls diese Karte gegen ein Monster eines Gegners kämpft, das diese Karte zeigt, ich zeige jetzt auf ihn. Er zeigt auf mich zwar auch, okay, aber trotzdem, ich müsste jetzt eigentlich durch seinen einen Effekt zerschlagen, oder? Das ist jetzt irgendwie falsch. Ich kann erstmal ihn noch rufen, das ist einfach nur sicherheitshalber, falls irgendwas passieren würde. Das ist noch kein extra Link-mäßiger, wenn es fast schon so aussieht. Ich hätte ihn vielleicht auch hier hinsetzen können für seinen Effekt, das wäre vielleicht klüger gewesen, wa? Von Ip nutzen bringt mir auch nichts. Ich bin kurz davor, den Effekt von ihm hier so zu nutzen, also ihn zu rufen. Aber nee, komm. Ich riskier's. Okay, jetzt klappt's. Das ist vorhin einfach ein bisschen schräg. Keine Ahnung. Und ich frage mich jetzt Folgendes. Ich kann ja noch eine Link-Beschwörung. Gut, ihn hier hinsetzen würde nicht viel bringen. Ich dachte gerade an Imduk. Es ist noch zu früh, weil ich krieg's noch nicht hin, einen extra Link aufzubauen. Ein extra Link wäre, wenn ich das vielleicht noch besetzen würde. Denkt man sich jetzt vielleicht so, geht ja, weil ich habe hier oben einen Pfeil, aber geht nicht, weil das Feld noch nicht besetzt ist. Er braucht hier noch ein Link-Monster. Aber da müssen doch eigentlich dann hier das nächste Mal als Link-Beschwörung so ein Monster hinsetzen können. Warte mal, sein Effekt, nein, er müsste sich sie opfern, das wäre doof. Gleich rufen Monster aus dem Friedhof, aber trotzdem. Natürlich meinen Drachen auf dem Feld. Ich könnte einen Gearsu, brauche aber 2 plus Monster. Also ich könnte einen Gearsu. Ich könnte Imduk opfern, den hier. Den Weltkelchdrachen. Was ist Imduks zweiter Effekt? Ja, da ist das Problem, ich kann den zweiten Effekt nicht nutzen, aber komm, scheiß drauf. Ich will mal den Effekt hier. Ich will mal den hier. Ziehe keine Anzahl der Höhe der Anzahl der Weltkelchmonster. Ich will mal den Effekt sehen. Hatten wir bis jetzt auch noch nie. Ne, was heißt ja 2 plus, war scheiße. Ich könnte die beiden opfern. Dann käme er hier hin. Und seinen eigenen Effekt. Ziehe ich aber nur eine Karte, ist irgendwie auch doof. Ja, können sie rufen, nämlich das Vieh und Imduk opfere und hier hinsetzen. Warte mal. Ah, ne, geht immer nicht, wa? Scheiße. Ich könnte Imduk nochmal zurückholen, das wäre noch eine Option. Mann, warum haben die keine Link-Pfeile nach rechts oben? Das wäre jetzt praktisch. Aber der 2 plus Link-Monster. Oh. Ich bin
mir richtig auf den Sack gehen. Was? Oh, sind beides Windmonster. Mann, oh, was ist ja dieses Spiel. Aber nur manchmal. Wollte ich jetzt ihn hier. Wollte ich jetzt ihn hier haben? Hinhaben, hier. Mache da 2 plus Link-Monster, das will ich momentan nicht. Das heißt, ihr könnt aber das da machen. Jetzt könnt ihr theoretisch seinen Effekt nutzen, dafür müsste ich sie aber opfern. Ich kann nochmal einen Imduk zurückholen. Das wäre mal noch eine Option. Könnt aber auch die beiden entfernen und dafür einen Giersu rufen. Ihn hier hinsetzen, damit ich später, wenn man irgendwann dazu kommen sollte, hier oben nochmal eins hinsetzen könnte. Oder ich lasse ihn hier und versuche ihn hier so hier hinzusetzen, damit ich noch 2 Karten ziehe. Okay, ich hab's langsam raus, Freunde, wie Link-Decks funktionieren. Vor allem solche mit gelinkt, Kreuzlink, Extra-Link und so. Dankeschön trotz allem. Den mache ich trotzdem mal. Haben wir jetzt 3 Induks, also ich schicke einen mal zurück ins Deck. Nehme beide noch auf. Also. Ich hatte Imduk zwar gerufen, kann natürlich jetzt seinen Effekt nicht mehr nutzen, schade. Der Handbeschwörung, okay, muss ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt einfach wieder die beiden, das bringt nichts. Ihn, ja, ich kann den wegschicken. Imduk zu rufen oder ich schicke nachher den nächsten Zug. Ihn hier, opfer ihn, dann kann ich nochmal eins hinrufen, dann nochmal ein Induk. Okay, dann nochmal einen Linkmonster hier oben hinsetzen. Alter. Aktivieren mal die Karte, haben wir jetzt noch eine hier. Wenn wir sagen, das passt soweit, ich lasse die Effekte mal so wie sie sind, okay. Ja, gut, dankeschön. Mach mir jetzt gar nichts. Weil, wofür gibt's Ketten? Dankeschön. Gut, also nur für die Feldzauberkarte wäre jetzt noch praktisch gewesen. Aber scheiß drauf. Also. Das heißt, ich mach's erstmal so. Schick den weg und wähle mal die Karte. Oh, war es eine gute Karte. Die speichern wir nachher auf für seine verdeckte Karte. Dann rufe ich ihn hier drüben. Nutze seinen Effekt. Wo ich den wegschicken kann. Ruf ihn hier. Scheiße, muss natürlich hierhin sein, wa? So, theoretisch. Problem ist, ich könnte den Imduk opfern, ja, das wird gehen.
Den hier auch, aber nicht durch ihren Effekt. Jetzt kann ich hier oben einen rufen. Ah! Zwei plus Link, man sagt, wenn ich jetzt den opfere und den opfere, kriege ich trotzdem hier oben keinen hin. Kriege nur hier einen hin. Was, by the way, sowieso nicht geht, merke ich gerade. Also 2 plus Linkmons, aber er ist natürlich Linkstufe 3. Die muss ich natürlich erfüllen. Also ich müsste vielleicht ihn hier opfern, oder sie hier. Dann kommen wir auch nicht sehr viel weiter. Ja, von der Hand rufen, Hand rufen, das geht alles nicht. Meine Hand ist gerade leer, Freunde. Na komm. Okay. Extra Link haben wir jetzt nicht geschafft. Das wirklich alle extra Zonen belegen würde, aber immerhin. Ansonsten finde ich, habe ich es gut gemacht. Sehr schön, was sagt die Zeit? Ich würde sagen, wir haben noch Zeit für ein Duell. Danach das Ziel hier noch abzuschließen. Dann haben wir noch Praktik 1 und Duell 5, also sprich damit Crawler. Da würden wir dann nächste Folge machen. Was habe ich denn jetzt für ein Deck? Huch! Noch ein paar der alten, aber... Hä? Hey. Triumphiere über deinen Gegner mit einer Armee von Monstern. Gut, hatten wir eben schon, wenn wir ehrlich sind. Ich muss den Gegner hindern, dass er Auram rufen kann, wa? Weil er halt viele Weltvermächtniskarten hat. Ja, hat ein paar. Sehr viele sogar. Okay. Gut, darum geht es hier. Der Gegner daran zu hindern, Auram zu rufen oder seinen Friedhof zu leeren. Eins von beidem. Natürlich alle Zonen belegen, war mit der U-Form. Ernsthaft jetzt? Wir haben nur so einen scheiß Pech haben. Dann Deck auf dem Friedhof. Dann Deck, okay. Falls du Prinzessin König kontrollierst, kannst du zwei solche Monster wählen. Puppenschuh mit einem pro Zug, okay. Dann muss ich mir eigentlich nur mal um die kümmern. Prinzessin König, wo ist denn die? Gibt's die überhaupt? Ist ja kein Normalmonster, oder? Wer zu haben, fühle ich mit 0 Punkten. Aber spielt keine Rolle, oder? Warte mal. Ja, mit 0 Def oder Angriffspunkte, also spielt er keine große Rolle. Na komm, ich rufe mal hier den Stärksten. So. Deck ihn zum Friedhof. Welches Monster darf es sein? Normal oder mit Effekt? Was ist diese seltsame Prinzessin Köln schon, wie die heißt? So. Das ist ein Xyz-Monster. Verstehe. Der Drache wird mir jetzt noch nicht so viel.
er vielleicht schon eher Gisolo Freunde. Großvater Demito oder okay. Da wäre der hier. Also ich kriege sowieso relativ fix noch eins dazu. Aber natürlich auch noch ein paar normale Monster. Das soll ich im Frieden wählen, mal sie hier. Sehr gerne permanente Zauber sehe ich. Das sind ja das Spielfeldzauber. Okay. Erstmal aktivieren. Noch spielen, aktivieren kann ich gleich noch. Wenn man noch Puppenglück. Klingt eigentlich relativ sinnvoll. So. Was ist denn diese Prinzessin König? Wo ist denn die? Ah, das ist eine Stufe 4. Super. Gute alte Imduk. Versuch mal Puppenstube. Lass mal das Deck ein bisschen kennenlernen. Mhm. Alter Stufe 1, aber ich mir gar nichts. Ich will es halt zerstören, weil sie das tut. Es liegt ein Puppenmonster. Ich liege am Friedhof. Da könnt ihr theoretisch Imduk zerstören. Eine Hand beschwören. Ups, da bringt natürlich nicht viel. Stufe 6 markiert. Das ist eigentlich auch doof. Also, das ist ein Spielfeldzauber. Entschuldigung, ist egal. Puppenglück. Ich kann ihn theoretisch auch noch rufen. Was bringt das mir Großartiges? Spielfeldzahlen zerstören, weil sie das zuslängen und dann legen wir den Friedhof. Ja, schön. Ich habe noch ein bisschen Probleme zugeben. Aber ich glaube, das kommt schon noch. So, jetzt haben wir ein paar normale Monster auf dem Friedhof. Okay. Deine Hand beschwören. Ne, sind nur dasselbe. Mhm. Okay. Wir schauen mal, Freunde. Autschen. Puppenmonster, ernsthaft jetzt. Thank you.
Versuchen wir mit ihm hier wieder. Ja, ich würde mal sagen, Auram kommt eigentlich schon ziemlich gut. Ich bring momentan nichts. Ne, mit Auram kommen. Auram der Mächtige. Ich kann eine Hand hinzu. Mhm. Bin auf den Friedhof zu legen. Naja. Ja, doch, warum eigentlich nicht? Komm. Ta-da-da-da! Da ist er auch schon. Ihn rufen wird ein bisschen schwierig gerade. Wir könnten nochmal einen Imdug rufen. Den zu rufen bringt jetzt nicht viel. Ich könnte ihn Giersu nochmal rufen. Also das heißt nochmal einfach rufen. Weltkriegmonster, okay, da wird es sogar gehen. Ja komm, ich weiß, dass mit dem, aber das mit dem Effekt von ihm, du kannst in der letzten Folge schon, dass ich mit ihm irgendwie Monster angegriffen habe und es hat trotzdem nichts gebracht. Also das, da vertraue ich jetzt gar nicht mehr. Also es hat einmal gebracht, dass Imduk hier war und das genetische Monster hier, dann ging's. Aber als irgendwie so war, hat es nicht funktioniert. Deswegen, ich würde es gerne mal testen, irgendwann, aber nicht jetzt. Also gerade wirklich ein bisschen zu gefährlich. Ich habe so viele optionale Effekte, ganz ehrlich. Nehmen wir ihn hier, weil der andere wird so. Er kann natürlich auch seinen nutzen, aber. Viel bringen wir jetzt mir nichts. So. Wieso ging es nicht, der Effekt? Okay, schräg. Ich würde es lieber weniger machen. Ja, das mit dem Puppenmonster irgendwie. Ich meine, was bringen die mir auf dem Friedhof? Ganz ehrlich, ja, momentan den Effekt noch nicht so raus. Seinen Effekt aktivieren. Ich könnte zum Beispiel jetzt da Lee nochmal opfern. Aber wozu? Aber nur um ihn zu zerstören, brauchen wir das stark genug. Ich kann jede andere Karte, die ich hier momentan habe, auch zerstören. Aber aktuell sowieso viel zu wenig Karten hier irgendwie, wenn ich irgendwas machen könnte. So. Und den Effekt in seiner Zauberkarte würde ich gerne auch nutzen für mich selber. Also bleibt es mal so, wie es gerade ist. Gucken wir, ob ich irgendwie durchbrechen kann. Hoffentlich. Was? Wow. Kann ich den Ding machen, dass der Gegner kämpft? Ist schon ein krasser Effekt, der muss man mal zugeben. Und funktioniert vermutlich auch hier, aber. Das heißt, so agieren wäre eher doof.
Kann ich da eigentlich noch ein Ding rufen? Nee, hey, da, die hätten ein paar. Stufe 2 Xyz. Oder Rang. Nein, natürlich nur Rang. Rang 6, Rang 8, sowas, aber nicht das, was ich gerade wollte. Super. Anderes Ziel wählen. Ja, die Kombination von den beiden, der ist ja schön und gut, aber kann halt den Effekt immer nur einmal pro Zug nutzen, das ist ein bisschen doof. Jetzt kommt der wieder. Ne, doch nicht, okay. Und es ist Auram! Ja, das wird sehr weniger. Ja, spiele vielleicht nächsten Zug. Ich weiß schon, worum es dieser Karte geht. Der ist halt so meine. Ja. Schnell meine Viecher rufen kann. Puppenglück habe ich schon. Aber ich kann den Effekt nochmal nutzen. Ja, das Monster nutzen. So, Stufe 6. Jetzt könnte ich eigentlich ein Xyz-Monster rufen, Stufe 6. Bingo. Über Utopia. Ein Nummermonster in den Friedhof wählen. Ah, ich hab da gar keins. Da kommt er jetzt mit diesen scheiß Nummern. Ich könnte natürlich auch Ip rufen. Es wäre gelingt, es würde funktionieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich schon mal die Chance habe. Monster mit so viel Power zu rufen. Dann macht das dann natürlich auch, hey, ist klar. Xyz-Beschwörung über Utopia. So viel bringen wir jetzt leider gerade nicht, aber egal. Das Spielfeld zahlt aber gerade gar nichts. Tja. Greifen wir halt an, wa? Sonst was? Ja, ähnlich könnte ich natürlich schon machen. Dann werde ich einfach im Friedhof. Super. Und Hobby-Monster mal im Friedhof. Ja, eigentlich ja. Er bringt mir in der Konstellation gar nichts. Das ist das Problem. Ja komm, hab ja trotzdem mal Puppenglück. Und schmeiß mal ein Monster auf den Friedhof. So. Ihre Synchromaterial verwendet werden. Oha. Zwei normale Monster. Ja, mach da einfach so. Noch den Effekt, den kann ich momentan nicht nutzen. Okay, schade. Ich auch nichts mehr rufen, hä? Ich sehe es mal, uns genug rufen werden. Ja, ja, gut. Ja, ist ganz gerade. Egal. Ich sehe vorbei, Freunde. Ein sehr merkwürdiges Deck. Die Kombination wieder.
Ich finde, Weltkirch-Decks können so viel Power haben, aber momentan irgendwie kann man so richtig mit, was das Ganze soll. Aber egal, wir haben es geschafft. Im nächsten Part machen wir das Ziel hier von der Story und dann versuchen wir mal Praktik 1 und Duell 5, also sprich mit den Crawler-Monstern. Da sind wir hier, glaube ich, mal fürs Erste durch, aber wird es hier noch mehr geben, weil man eine Weltvermächtnis kann, dann haben wir, glaube ich, bisher eine, der Kelch. Wir haben schon ein paar andere gesehen, aber selber nutzen können wir noch keinen davon. Das ist ein bisschen doof, das wird sich hoffentlich noch ändern. Aber nicht mehr heute, sondern erst das nächste Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bis dahin, bye bye!